Bands, Musik und Zuschauer. Die Bar ist voll und das an einem Dienstagabend. Das Leben ist nach Detroit zurückgekehrt. Die einstige Autostadt war vor kurzem noch ein Vorzeigebeispiel für den Verfall amerikanischer Industriestädte. Mittlerweile ist Detroit ein Musterbeispiel für ihre Wiederbelebung. Durch gelungene Investitionen blüht die Innenstadt wieder auf und mit ihr die Musikszene und das Nachtleben. Die Leute kommen, um Live-Musik zu hören. Die Clubbesitzer unterstützen die Konzerte, deswegen sind hier viele Musiker. Das ist der Kern der DNS von Detroit. 2013 sieht das noch anders aus. Detroit ist bankrott. Es gibt nicht mal Geld für die Straßenbeleuchtung. Nachts traut sich niemand auf die Straße. Arbeitslosenquote und Kriminalitätsrate sind auf dem Höchststand. 2014 dann der Wendepunkt. Ein aus Detroit stammender Unternehmer investiert Milliarden in die Stadt. Firmen siedeln sich an und Straßenlampen leuchten wieder. Die Leute trauen sich nachts wieder vor die Tür und genießen es. Es ist sicher, es fühlt sich gut an, es gibt was zu erleben, es gibt neue Theater, neues Nachtleben, Leute, die rumlaufen, das ist cool. Und überzeugt viele davon, der Stadt nicht mehr den Rücken zu kehren, sondern nach Detroit zurückzukommen, bis die Stadt wieder das ist, was sie einmal war, einer der lebenswertesten Orte der USA.